Nach wie vor ist ein schönes Stück Fleisch, wie es der Armin Amrain in der Festtagszeitung vorschlägt, sehr beliebt. Neben dem gewohnten Rinds-, Kalbs- oder Schweinsfleisch findet aber auch das Lammfleisch immer mehr Anhänger. Und ein ganzer Gigot zum Beispiel ist auch fürs Auge ein attraktiver Blickfang. Gell, Andy? Richtig, besonders wenn man den Gigot im Brotteig einbacht, so wie wir das heute machen. Grüß euch miteinander. Ein Blickfang ist aber auch unser heutiger Gast. Herzlich willkommen bei uns im Studio, Edward Pidgin. Hallo Edward. Hallo Pascal. Edward, die meisten kennen dich unter dem Namen Röbi. Das wegen deiner Rolle im Mannenzimmer. Ja, das stimmt. Jetzt müssen sich aber die Leute langsam an meinen richtigen Namen gewöhnen, weil der Röbi und das Mannenzimmer gibt es ja nur noch bis zum 21. Dezember. Und nachher gibt es nur noch den Edward Pidgin. Was machst du genau nachher? Ich wollte wieder vermehrt in Deutschland arbeiten. Ich habe jetzt gerade in Köln eine Episode aus der ARD-Serie «Der Fahnder» abgedreht. Und in diesem Stil soll es weitergehen. Edward, kochst du ab und zu? Ich muss ja, wenn ich nicht verhungere. Das trifft sich sehr gut. Du darfst nämlich heute im Andy zur Seite stehen. Bitte schön. Okay. Zum Zeitsparen haben wir den Gigot natürlich vorher mariniert und bei 250 Grad schön anbrotet. Salut, Edward. Salut, dass du da bist. Dann haben wir die Hitze reduziert und noch einmal 10 bis 15 Minuten weiter geschmort. Jetzt ein Teil der Füllung aus Senffrüchten, Senf, Ingwer, Pfeffer und Zimt, die dürfen nicht geben, wo vorher der Knochen war. Den Brotteig nach dem Rezept von der Coop-Zeitung auswählen. Man kann einen fertigen Pizzateig nehmen. Das geht fast noch besser. Dann die Specktranche und die restliche Füllung oben und unten verteilen. Den Gigot satt einpacken und den Teig mit Wasser zusammenkleben. Mit den Teigresten verzieren. Dann ein paar Mal einstechen und mit Eigelb anstreichen. Ah, das will ich machen. Dann das Ganze im Ofen noch einmal 40 bis 50 Minuten fertig machen. Bis er eine Kerntemperatur von 70 bis 80 Grad erreicht hat. Dann tranchieren und mit einem Schü und mit einem gemischten Salat servieren. Salat? Das denn gut? Einen guten. Miteinander. Danke, Andy und Edward. Es sieht unwiderstehlich aus. Trotzdem gibt es bei uns nach wie vor unzählige Familien, die an den Festtagen nicht auf ihr traditionelles Geräuchten verzichten wollen. Auch dieses Jahr offerieren wir darum alle Quick-Spezialitäten von Coop Naturaplan und Bell zum halben Preis. Lassen Sie sich also verführen. Es geht ganz einfach. Das Quick mitsamt der Packung im Wasserbad ziehen. Nach einer Dreiviertelstunde aufschneiden und zum Beispiel mit Ananas oder anderen exotischen Früchten aus dem grossen Festtagsangebot servieren. Dann kommen wir jetzt zur Auflösung des Wettbewerbs für unsere Zuschauer hier im Studio. Die Frage hat geheissen: Wie gross ist der Anteil an Fleisch von Coop Naturaplan im Quick-Sortiment? Ist es ein Drittel, die Hälfte oder sogar zwei Drittel? Die richtige Antwort herausgefunden, nämlich zwei Drittel, und somit das Wochenende für vier Personen im Europapark Rust gewonnen hat der Herr Mario Rapacchietti. Herzliche Gratulation! Herzliche Gratulation! Merci beaucoup. In diesem Gewinn enthalten ist der Eintritt für zwei Erwachsene und zwei Kinder. Sie übernachten mit Frühstück und sämtlichen Attraktionen aus dem neuen Winterprogramm vom Europapark Rust. Ich darf mich bei allen fürs Mitmachen bedanken und natürlich ganz besonders bei dir, Edward, mit dem Strauß aus unserer Blumenabteilung. Vielen Dank. Wer es an den Festtagen gerne stimmungsvoll, aber unkompliziert hat, sollte die neuen Bell Gourmet und Coop Tischgrillplatten aus unserer Fleischabteilung ausprobieren. Zur Wahl steht eine Geflügelplatte, gemischte Fleischsorte und eine Gourmetplatte von Bell, also praktisch für jeden Geschmack etwas. Alles, was man für den Tischgrillplausch braucht, ist ein elektrischer Grill oder ein Raclette-Öfeli von Satrap. Die Soße kann man entweder selber machen oder nach Belieben aus dem grossen Sortiment von Midi wählen. Fehlt Ihnen noch ein Geschenk für jemanden, der schon alles hat? Mein Tipp heisst Rekascheck. Rekascheck werden auf zahlreichen Transportmitteln wie Bahn, Postauto, Schiff oder Bergbahnen wie Bargeld entgegengenommen. Und man kann in mehr als 2000 Restaurants in der ganzen Schweiz damit zahlen. Beziehen können Sie die Rekascheck in unseren Läden am Kiosk. Und wenn Sie die Supercard dabei haben, gibt es einen Rabatt von 4%. Zum Schluss dann noch der Woche hat aus dem Coop-Restaurant. Kalbswiener Schnitzel, brötelte Patatli und Wischirieble für 15.50 Franken. Das war es für heute. In einer Woche erwarten wir Sie wieder bei uns im Coop-Studio mit einem weiteren Festtagsrezept.
Es wäre schön, wenn Sie dann auch wieder dabei wären. Weiterhin einen schönen Abend und auf Wiedersehen.